So, hallo, wir machen weiter. Bye. Diesmal wieder Super Mario 35. Ich wechsle wieder hier querbeet durch. Also ich fange die Aufnahme wieder an mit 35 und dann werde ich wahrscheinlich wieder zum Maker wechseln. Je nachdem, wie lange 35 dauert, bis wir hier Erfolg haben. Und es hätte gerade schon wieder das Mikrofon nicht das Richtige genommen. Also das Programm. Aber ich habe das Richtige ausgewählt. Ich sehe es, es schlägt deutlich aus. Ich bin laut genug. So, beende 4 Level. Okay. Benutze 2 Supersterne. Ja, okay. Besiege im 35-Spielerkampf insgesamt 30 Gegner mit Panzern. Okay, also ein bisschen auf Panzer gucken. Und dann läuft die Geschichte. Und wir hoffen nach wie vor auf 5 Effing 2. Okay, na, lo, los geht's. Los geht's. Es kann ja nur besser werden. Und ihr habt es gemerkt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gewundert. Es gibt jetzt wieder Partnamen. Es sind mir doch ein bisschen zu viele Parts geworden. Und ich habe versucht, das Ganze noch mal ein bisschen zu kategorisieren. Dass man so ein bisschen sieht, okay. Ja. Wohin kann man das einordnen? Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Wir starten in 1-3. Wow. Das ist genau das Level, in dem ich auf jeden Fall starten möchte. Also hier verstehe ich es, wenn Leute am Anfang rausfliegen. Zwar jetzt nicht gerade 5 auf einmal, aber ich kann es durchaus verstehen. Man hat hier erstmal definitiv. Ja, okay. Das ist ein guter Start. Ja, das ist ein guter Start, Dings auf jeden Fall. Ja, nee, ist okay. Da wäre es schon wieder fast passiert, siehst du? Da geht schon los. Jo, da wäre es auch fast passiert. Ich habe gerade noch viel zu viel Respekt vor dem Level. Aber ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Und ich habe ge gelernt, begriffen, dass die Zeit so schnell runtergegangen ist, lag daran, dass ich mich nicht bewegt habe. Scheinbar gibt es da so eine Funktion, die dann dafür sorgt, wenn man nichts tut, dass die Zeit schneller runtergeht. Ergibt irgendwo Sinn. Ne? Kann man nachvollziehen. Und jetzt sehr schön gibt es hier gleich ordentlich Koopa-Panzer-Action. So. Also wir sind halt nach ein paar Sekunden nur noch 12 Spieler. Das ist, glaube ich, die schnellste Runde überhaupt. Ich komme nicht mal ansatzweise auf mein, auf meine Zeit, mit der ich hier arbeiten kann, dann, wenn es hier losgeht, dass es schneller wird. Okay, jetzt können wir ein bisschen Zeit sammeln. Let's go. Okay, das war jetzt schon ganz gut, um Zeit aufzubauen. Okay, jetzt sind wir wieder im normalen Verlauf. So kenne ich das. Okay, jetzt können wir hier gleich wieder den Koopa nutzen, um hier drin aufzuräumen. Gibt zwar furchtbare Geräusche, aber was soll's. Und den nächsten Stern können wir uns auch holen. Dann haben wir die eine Mission schon mal weg. Ich meine, die hätten wir eh geschafft. Aber was weg ist weg, ne? Und ihr habt geschrieben, ich will das kurz testen. Hier muss irgendwo auch eine Blume sein oder sowas. Ah, Tatsache. Also falls man da mal was bräuchte, kann man sich da bedienen. Gut, ich muss jetzt so oder so nach 1-3, weil die anderen Level wären alle nichts, wo man überspringen kann. Und daher hätte es jetzt nichts geholfen. Falls sich jemand wundert, dass ich 1-3 freiwillig gewählt habe. Ach Gott, diese Sprünge hier, das ist so riskant. Aber langsam will man da eigentlich, also eigentlich will man da weder langsam noch schnell drüber springen. Man will da eigentlich gar nicht drüber springen. Eieiei, so. Okay. Bringen wir Bowser in die Runde ein. 88 Münzen übrigens. Feier ich. Ah nein, den hätte ich nutzen können. Okay, hier.
Zack. Ah, oh, großartig. Großartig für meine Mission mit dem Koopa. Ah, das war nicht so großartig. Ah! Das war auch nicht, was ich wollte. Wir sind mal so frei. Es... Okay. Dann eben einfach so. Schon wieder eins. Ja, okay. Es ergibt Sinn, dass 1-3 so oft kommt, weil scheinbar wurde 1-3 ja so oft gewählt, dass wir sogar damit gestartet sind. Dann ergibt es schon Sinn, dass 1-3 immer wieder auftaucht. Wenn das Level-System so funktioniert, wie wir es glauben. Oder wie ich es glaube. Na? Dann ergibt das schon Sinn. Oi. Ah, ich bin gar nicht auf Konter, by the way. Ach so, will ich auch eigentlich gar nicht. Ich will ja über Zufall, damit wir nicht zu viel hier Action haben. Okay, den kann ich jetzt aber mit einem Koopa. Mit einem Koopa! Mein Gott! So. Der letzte hat's dann getan. Okay. Geh kein Risiko hier ein. Gut. Perfekt. Und wir sind tatsächlich zeitlich bei der 400 angekommen. Also, alles gut. Es ist alles gut. Unglaublich. So, und jetzt geht's auch gleich hier in die schnelle Phase. Aber ich wollte ja eigentlich Level freischalten. Das wird hier wohl nix. So, hier kommt auch nur Bowser. Sonst ist hier nichts los. Jupp, und da geht's los. Party! Party! Okay. Das war nicht, was ich wollte. So, aber den will ich hier schon weghaben. Jetzt hier den Stern. So, und jetzt auf. Okay, den hätte ich eigentlich gerne jetzt auch wieder mitgenommen. Aber was soll's. Ja, dann müssen wir jetzt trotzdem auf Konter gehen, weil ich denke, jetzt geht's um Sieg. Jetzt wird's nicht mehr hier, jetzt ist eh die Zeit dann zu hektisch, als dass man da noch groß irgendwas mit Level schaffen einbaut. Ich meine, es wäre jetzt dumm, wenn jetzt gerade 5-2 käme. Dann müsste ich mich natürlich trotzdem ein bisschen beeilen. Aber was soll's. So, ein paar Münzen, dass wir auf jeden Fall immer genug Zeug dabei haben. Und durch die Röhre gehen stoppt ja nochmal alles. Das ist ja auch ganz gut. So wie hier. Das hier stoppt ja auch die Zeit. Ja, das ist... nicht, was ich gesucht habe. Oh mein Gott. Toll. Toll. Jo. Der Sprung war sowas von knapp. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber nicht viel. Ich glaube, es kommt nochmal. Der Mist. Oh, Fischi. Der Fischi hätte mich jetzt fast wieder... Okay. Ah! Nee, Mann. Hier. Friss Bowser. Okay. Okay, nee, nicht okay. Gar nicht okay. Jetzt nehme ich auch ein Pau. Das ist das Letzte, was ich genommen habe. Oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt? Das war... Warum ist jetzt klein gesprungen plötzlich? Warum ist er plötzlich doch klein gesprungen? So wollte ich das nicht. Das ist nicht, was ich suche. Aber der ist jetzt weg. Ich meine, es ist zwar ein Erfolg. Oh Gott. Aber ich brauche trotzdem ein Power-Up. Ein Pau. Danke. Genau das. So, wir holen uns wieder Münzen und stoppen dabei auch die Zeit. So, prima. Schönen großen Sprung machen. So. Und einfach nach oben. Einfach nach oben. Nee, da gehen wir lieber 1-1. Da bin ich ganz ehrlich. Da gehen wir lieber 1-1. Da kann deutlich weniger schief gehen. Auch diesmal kein Bowser vor mir, kein gar nichts.
Schön wieder Münzen holen, die wir gerade verloren haben. Schön die Zeit dabei stoppen. Okay. Hopp. Okay. Ja, es sind noch nicht genug Bowser im Spiel. Wir bringen noch mehr rein. Alles klar, kein Problem. Ah, ich darf hier nicht ewig lange warten. Lasst mich durch. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Oder so. Okay, wir sind alleine. Ein Spieler noch. Ein Spieler noch. Erstmal den Bowser schicken. 4-1. Yo, das ist... Das heißt, es ist Lakitu-Time. Das war nicht, was ich wollte. Ich brauche unbedingt wieder eine Blume. Oder so. Ist hier was drin? Scheiße. Lel. Da bin ich ein bisschen abgerutscht. Aber okay, die Missionen sollten wir haben. Die Missionen sollten wir allesamt haben. Jawohl. Juhu. Okay, next. 5-2. Vielleicht ja diesmal. Wäre doch was. Eieieiei. Aber da wir die Missionen jetzt schon haben, schätze ich mal, bleibt es bei einem Part und dann machen wir wieder Mario Maker. Ne? Ah ne, wir bleiben bei Zufall. Ich bin schon wieder ganz woanders. Okay. So. Wir haben ein K.O. Hä? Okay. Okay. Ja, nehme ich mit. Das habe ich kein Problem mit. K.O.s nehme ich immer wieder gerne mit. Gleich mal schön Münzen aufgebaut und Zeit gesammelt. Sehr gut. Auf geht's. Okay. Wir sind gerade von... Wir werden gerade von zwei Leuten anvisiert, ne? Ja, zwei Leute sind es gerade. Deswegen kriegen wir gerade auch richtig viel Stuff. Was ja nichts Schlechtes ist. So. Ist nicht dabei, was ich brauche. Aber ich muss 1-3 gehen. Sonst würde nach 1-1 wieder 1-3. Also, ne, das ist... Ich habe halt keine... Ich muss es so oder so spielen, dann spiele ich es lieber gleich. Ja, die Pflanze hat sich auch wieder ganz bequem gemacht hier. So. Zack. Zack. Oh Gott, diese. Man muss hier so viel rumwarten. Das ist so unangenehm. Okay. So. 1-1, natürlich. Warum auch nicht? Aber jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit, dass wir eigentlich durch die Münzen gehen können. Gerade werden wir wieder gar nicht anvisiert. Sehr schön. Das ist natürlich praktisch. 2-1, okay. Aber auch hier,
wir haben so viel Zeit, ne? Ich brauche eigentlich gar nicht großartig. Ich muss nur aufpassen, dass ich halt mein Zeug nicht verliere. Das ist alles. Ansonsten kann man eigentlich ganz entspannt hier durch. Na, das sind schon bei 400. Was will ich mehr? Ach, außer diesen blöden Sprung am Ende. Ach, wieder 1-3. Aber wer wählt denn so oft 1-3? Ich meine, dadurch, dass das 1-3 so oft vorkommt, muss doch bedeuten, dass es oft ausgewählt wird. Oder bin ich komplett dumm? Wer wählt denn freiwillig Stages, die mit 3 aufhören? Alle Stages, die mit 3 aufhören, sind doof. Also für diese Challenge hier. Nicht, dass die Stages an sich doof sind. Sie sind eine schöne Abwechslung immer gewesen zu den normalen Laufleveln. Na, aber für Mario 35 sind die alle mit 3 am Ende blöd. Und sowas wie Wasserlevel, sowas wie 2, 2 und 7, 2. Die sind auch blöd. Es müsste dann Leute sein, die denen die Stage noch fehlt, oder? Keine Ahnung. Aber die dürft ja eigentlich gar nicht so viel Leuten fehlen, weil die kommt ja immer und immer und immer wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Und auch 1-2 wählt ja. Also gut, dass 1-2 gewählt wird, verstehe ich, weil es hinten natürlich die Abzweigung gibt, wo man dann 3 Level wählen kann. Was natürlich wichtig ist. Ansonsten. Gott, das war schon wieder so ein super knapper Sprung, ne? Habt ihr es gesehen? 5. Oh, schade, 1. Hab die 5 schon gesehen und mich schon gefreut. Aber es war keine 2. Es war eine. Ah! Es war eine 1. Ist auch schon wieder so eine 3-Stage, die ich niemals... Ja gut, wobei, ja gut, 4-3 ist natürlich eine Möglichkeit. Habe ich dann auch eine Zeit lang gewählt, weil ich es auch noch nicht hatte. Na, das ist klar. Ja gut, okay, Leute, die halt gerade anfangen zu spielen, haben halt auch 1-3. Noch nicht! Oh. Kann natürlich sein und dann wählen die das halt. Ja, ist okay, ich habe nichts gesagt. Hier war im Original, also im Original sage ich immer, aber in dem Game Boy Color Remake, was für mich irgendwie das Original ist, weil das mein erstes Mal war, dass ich damit SMB gespielt habe. Da war im Color Remake an der Stelle bei diesem, wo die Wolke so hoch gezeigt hat, ich glaube, da war ein Yoshi-Ei. Man müsste eigentlich müsste man mal das Color Remake Let's Playen. Weil da ist ja... Ah, ich habe den Stern vergessen. Oh mein Gott. Das war's komplett. Weil da ist... Ja, es war so klar. Aber ich kriege jetzt wieder eine Blume. Irgendwo hier war eine Blume. Was wollte ich sagen? Weil da gab es ja noch diese ganzen... Ach, Mann! Weil da gab es ja noch diese ganzen Zusatz-Challenges, wie die Münzen und die Punkte und das Yoshi-Ei und... Oh mein Gott, was tue ich? So. Was ist hier eigentlich drin? Ist hier irgendwas Spannendes drin außer Münzen? Nein. Aber wir sind am Ende. Okay. Ah! Ich trau mich nicht. Okay. So. 5-2. Holy moly, jetzt aber. Okay. Jetzt ganz ruhig spielen. Jetzt ganz ruhig spielen.
ganz, ganz, ganz ruhig. Ich bin auf Zufall, das heißt, ich hoffe, ich werde... Ich werde gerade von zwei Leuten anvisiert. Ah. Das macht die Sache nicht einfacher. Wo sind wir denn bisher immer gestorben? Wisst ihr das noch? Ja, es würde euch nicht... Es würde mir nicht mal was nützen, wenn ihr es noch wisst, weil ihr könnt es mir nicht mitteilen. Wir sind ja im keinen Stream oder so. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles in... Alles easy. Alles easy. Aua. Alles easy. Alles easy. Ist nichts. Es ist alles gut. So. Hier ist alles cool. So. Das ist das Ende. Ich gehe auf Nummer sicher. Okay. Okay. Wir haben 5-2. Yes. Ah. Success. Das ist alles, was passieren sollte in dieser Aufnahme. Ich wollte eigentlich jetzt nicht hier rumgehen, aber ist egal. Gehen wir halt hier rum. So. Oh Gott, ey. Nach so langer Zeit. Nach so langer Zeit sind wir endlich wieder in 5-2 gelandet. Das ist unfassbar. Jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass irgendjemand anders noch ein Level eingebaut hat, was ich noch nicht habe. Aber es wird eher weniger der Fall sein. Ah, 4-3. Naja, gibt eine schöne Gratisblume am Anfang. Aua. Ich will jetzt eigentlich noch nicht in das Roulette zünden, weil es gerade eh nichts bringt. Dann behalten wir lieber die 20 Münzen. Ich habe den Sprung komplett vergessen, aber es war okay. Ja, und jetzt kriege ich eh wieder meine Blume. Alles gut. So, jetzt gehen wir aber durch die Uhr. Na, wobei... Ja, gehen wir durch die Röhre? Ja. Ich glaube, allein schon, weil es die Zeit stoppt, ist es ganz gut. Ah. Oh, wir sind alleine. Also einer noch übrig. Der ist gerade in 4-2, 3. Oh nein! Ich brauche schnell was zum Abschießen oder Sterne. Okay, perfekt. Dann kann ich dem jetzt nämlich das Zeug schicken. In 4-3 ist das besonders gut, wenn er das bekommt. In 4-3 schmeckt das besonders gut. Hier, krieg ich Fische und so für dich. Alles für dich. Mist. Nochmal. Ja, okay, das kriegt er auch geschickt, aber das ist, nützt mir jetzt powertechnisch nichts. Jawohl. So, mehr Fische. Oh, er hat das Level geschafft. Okay, jetzt ist er in keine Ahnung wo. Weiß es nicht. Ich glaube 3-2 irgendwo. Entweder 3-2 oder 3-1. Ach, Menschenskinder. Ich glaube 3-1 ist egal. Wir sind 1-1. Und die Zeit ist aber nicht auf unserer Seite. Oha, oha. Okay, jetzt gehen wir den langen Weg. Nö. Wir gehen jetzt auf jeden Fall den langen Weg. Alleine schon für Kombos. Wir brauchen dringend Kombos. Und das hier. Und jetzt brauche ich wieder eine Blume. Und jetzt hat er mir ganz viele Hammerbrüder geschickt, aber die kriegt er auch zurück. Alles easy. Mehr Hammerbrüder? Nein. Okay. Ja gut. Zack. 8-4! 8-4! Willst du mich komplett foppen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier kann man loopen. Ich glaube, das ist eine super Stage, um zu gewinnen, weil man hier loopen kann. Aber ich will ja gar nicht loopen. Ich will die Stage. Ich glaube, ich laufe noch richtig. Oh mein Gott, laufe ich intuitiv gerade richtig? Ich laufe intuitiv gerade. Ich muss da oben rein. Ich weiß es noch. Ich muss da oben rein. Irgendwo ist hier ein Block. Ja. Und jetzt kommt eine Wasserpassage. Nee.
Man muss da auf jeden Fall da oben rein. Oh mein Gott. Wie, Hä, das ist doch gar kein anderer Weg. Ah, ich muss, glaube ich, eine Röhre oder so. Oh nein, die Zeit. Oh nein. Hier muss dann rein. Nein! Ich bin wieder am Anfang, ne? Ich bin wieder am Anfang. Oh, nee! So, da sitzt ja die Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da oben rein musste. Aber... sonst, oh, wo bin ich jetzt gerade eigentlich falsch abgebogen? Ich glaube, in die bin ich rein. Und ich muss, glaube ich, in die hier rein. Ja! Ich bin im Wasserteil. Ich brauche unbedingt mehr Power. Ich brauche ein besseres Power-Up. Ich brauche eine Blume oder weiß ich nicht. Ja, oder das. Das nehme ich auch mit. Ey, das. Und mehr Power-Ups. Nein! Ja! Ja! Oh mein Gott, wir haben 8 fucking... Entschuldigung, 4. Ey, es ist unfassbar. Was, eine Runde? Oh. Zum Glück wusste ich ein paar Sachen noch. Eieiei. Okay, jetzt haben wir aber den Bowser hier. Okay. Ey, das... das war... wow. Ja, jetzt haben wir den hammerwerfenden Bowser. Weil ich 8-4 geschafft habe. Großartig. Boah. Oh, es ist unglaublich. Okay, jetzt ganz schnell hier durch. Ab dafür, hol dir das. Da kommt ganz viele Bowser entgegen. Ne, einer war's. Ah, ich hab durch die Röhre gekonnt. Fail. Fail, 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 fail. Okay, 1-1. Er ist unter Wasser. Er ist unter Wasser. Ah! Wir schaffen es nicht von der Zeit. Mist! Mist! Und er ist nicht mal nah am Abkratzen. Er ist abgekratzt! Was für eine... oh mein Gott! Wir hatten noch, das war in Realtime, war das vielleicht eine Sekunde, diese 5 Stück Sekunden da oben. Alter. Jo, wie viele Münzen kriegen wir? Okay. Jo. Okay, das war Wahnsinn. Was sagt denn jetzt mein Münzenrang eigentlich gerade? Juhu. Was immer der nützen soll. Also wie gesagt, den habe ich noch nicht verstanden. Und was der Spezialkampf gerade macht, weiß ich auch nicht. Egal. Aber wow. Wow. Wir haben einfach 8-4. Das ist... ah, ist das gut. Es fehlen uns nur noch 8 Level. 8 Level fehlen uns noch. Dann haben wir alles voll. Ah, ist das gut. Das nächste Ziel ist dann 5-3.
Boah, das lief super. Das lief super, aber ich möchte bei dieser Aufnahme belassen und gehe jetzt wieder zu Mario Maker. Danke fürs Zuschauen und tschüss.